Das blaue Licht. Es war einmal ein junger Soldat. Der hatte seinem König jahrelang treu gedient. Als der Krieg zu Ende war und er wegen seiner vielen Wunden dem König nicht mehr dienen konnte, ließ dieser ihn zu sich rufen. »Mein König, ihr habt mich gerufen. Ich brauche dich nicht mehr, Soldat, du kannst gehen.« »Auf was wartest du noch, Soldat?« »Auf meinen Lohn, mein König. Geld? Geld bekommst du keins. Du stehst nicht mehr in meinen Diensten. Aber habe ich nicht jahrelang treu für euch gekämpft, mein König? Ja, aber der Krieg ist aus und ich habe keine Verwendung mehr für dich. Also geh und sieh dich nach einer anderen Arbeit um. So habe ich jahrelang umsonst für euch gedient, mein König? Die Ehre, dem König gedient zu haben, ist Ehre genug. Aber von der Ehre wird man nicht satt. Hinaus mit dir!« Euren Geiz werdet ihr noch bereuen. Hinaus mit dir, oder ich lasse dich in den Kerker werfen. Da ging der Soldat fort aus der Stadt, immer tiefer und tiefer in den Wald. Spätabends kam er an ein Häuschen. Das Haus liegt sehr einsam und dieser Käuzchenschrei etwas unheimlich. Aber ich fürchte mich nicht, würde mich nicht wundern, wenn hier eine Hexe wohnen sollte. Ich will anklopfen und sehen, wer aufmacht. Guten Abend, mein Söhnchen. Was willst du? Also doch eine Hexe, ziemlich scheußlich. Guten Abend, ich suche ein Nachtlager und bin hungrig zum Umfallen. Wer gibt schon einem hergelaufenen Soldaten etwas? Aber ich will großzügig sein und dich aufnehmen, wenn du tust, was ich verlange. Was soll ich tun? Du sollst mir den Garten umgraben. Und hinterm Haus steht noch ein Fuder Holz, das darfst du mir auch noch hacken. Ist es dafür nicht längst zu spät? Sei nicht albern, morgen bei Tagesanbruch natürlich. Da muss ich aber aufpassen, dass die große rote Nase der Alten kein Hieb abbekommt. Was murmelst du? Ich bin einverstanden. Gut, mein Söhnchen, dann komm ins Haus. Ich will dir auch ein gutes Essen vorsetzen. Das höre ich gern. Der Soldat arbeitete den ganzen nächsten Tag. Er grub den Garten um, hackte Holz. Dafür bekam er ein Nachtlager und genug zu essen. Als er mit allem fertig war und weiterziehen wollte, hielt die Alte ihn zurück. »Mein Söhnchen, du kannst mir noch einen Gefallen tun. Was soll ich tun? Bäume fällen, Steine schleppen oder deine greulichen Haustiere, die Ratten und Mäuse füttern? Sei nicht albern! Hinter meinem Haus steht ein wasserleerer Brunnen, in den ist mir das blaue Licht gefallen, das nie verlischt. Das sollst du mir wieder heraufholen. Ja, gibt es eine Leiter? Sei nicht albern, gäbe es eine Leiter, könnte ich selbst hinabsteigen und bräuchte deine Hilfe nicht. Soll ich vielleicht runterspringen und mir die Knochen brechen? Sei nicht so einfältig, mein Söhnchen. Mit einem gebrochenen Hals wirst du mir schwerlich das blaue Licht heraufholen können. Ich will dich in einem Korb hinablassen. Von mir aus? Das wird eine lustige Fahrt. Die Hexe führte den Soldaten am nächsten Morgen zum wasserleeren Brunnen und ließ ihn in einem Korb hinab auf den Boden. Er fand auch gleich das blaue Licht und die Alte zog ihn auch gleich in die Höhe. Doch als er fast oben war, reichte sie ihm die Hand und sagte, »Halt das Licht ein bisschen höher, damit ich es erreichen kann.« »Nein, ziehe mich erst ganz nach oben, vorher sollst du das blaue Licht nicht bekommen.« »Du bist so umständlich, mein Söhnchen, nun gib es schon her. Nein, erst wenn ich mit beiden Beinen auf der Erde stehe, ich trau dir nämlich nicht. Dann bleib von mir aus gleich unten!« Und die Alte ließ den Korb samt dem Soldaten auf den Brunnenboden fallen. »Hilfe! Hier kannst du schreien, so laut du willst, hier hört dich niemand. Und ich hol dich bestimmt nicht wieder heraus. Das hast du von deiner Klugheit, hä? Sitzt im tiefen Brunnenschacht und jammerst um dein jämmerliches Leben. Leb wohl, mein Söhnchen, du alte böse Hexe!« Da saß er nun. Mutterseelenallein auf dem feuchten Brunnenboden und fürchtete um sein Leben. Traurig griff er in seine Tasche und fand eine halbgestopfte Tabakspfeife. »Diese Pfeife
soll mein letztes Vergnügen sein. Ich will sie anzünden an dem blauen Licht. Was befiehlt mein Herr? Träum ich? Oder steht da wirklich ein kleines, graues Männchen vor mir? Du träumst nicht, Soldat. Wie bist du hierher gekommen? Hast du nicht eben deine Pfeife an dem blauen Licht angezündet? Sobald du das tust, bin ich zur Stelle, denn dies ist ein Zauberlicht. Du brauchst jetzt nur noch zu befehlen und ich tue alles, was du verlangst. Deshalb war die Alte so hinter dem blauen Licht her. Was befiehlst du, Herr? Bring mich bitte zuerst aus dem Brunnen. Wie mein Herr befiehlt. Hinter diesem großen Stein führt ein unterirdischer Gang nach oben. Folge mir, das blaue Licht wird uns leuchten. Was sind denn das für Kisten? Das sind die Schätze, die Alte zusammengerafft hat. Warte, kleines Männchen, davon will ich mich erst einmal bedienen. Oh, Gold und Edelsteine. Mal sehen, wie viel da in meine Taschen passen. Das reicht. Jetzt sind wir im Wald, Soldat. Was befiehlst du? Kleines Männchen, die alte Hexe muss bestraft werden. Wirf sie in den leeren Brunnenschacht, aber vergiss nicht vorher, den unterirdischen Gang zuzumauern, wie mein Herr befiehlt. Jetzt kann ich mir mit dem blauen Licht jeden Wunsch erfüllen. Herr, es ist alles ausgeführt. Die Alte sitzt zeternd im Brunnenschacht. Was befiehlst du? Kleines Männchen, du kannst nach Hause gehen. Aber sei nur gleich da, wenn ich dich rufe. Du brauchst mich nicht zu rufen, Soldat. Zünde deine Pfeife an dem blauen Licht an und ich bin zur Stelle. Der Soldat kehrte in die Stadt zurück, die er so arm und hungrig verlassen hatte. Er mietete sich im besten Gasthof das prächtigste Zimmer und mit dem Gold kaufte er sich schöne Kleider. Kurz vor Mitternacht zündete er seine Pfeife an dem blauen Licht an. Was befiehlt mein Herr? Kleines Männchen. Ich habe meinem König jahrelang treu gedient. Er aber hat mich fortgeschickt und hungern lassen. Dafür will ich mich rächen. Bring mir die Königstochter um Mitternacht schlafend hierher. Sie soll Mägdedienste für mich verrichten. Das ist ein leichtes für mich, Soldat. Doch wenn das herauskommt, so kann es dir schlimm ergehen. Ich fürcht mich vor nichts, kleines Männchen. Tue, was ich von dir verlange, wie mein Herr befiehlt. Um Punkt Mitternacht brachte das Männchen die Königstochter zum Soldaten. Hier ist sie, Herr. Frisch an die Arbeit, schöne Prinzessin. Da, geh, hol den Besen und kehre das Zimmer. Und dann putz mir die Stiefel, aber blitzblank, wenn ich bitten darf. Die Königstochter machte alles, was der Soldat ihr befahl, ohne Widerstreben, aber stumm und mit geschlossenen Augen. Bevor es hell wurde, musste das Männchen die Königstochter wieder zurück in das Schloss und in ihr Bett tragen. Am nächsten Morgen, als sie ausgeschlafen hatte, ging sie zu ihrem Vater. »Ach, Papa, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Erzähl mir davon, meine Tochter. Ich träumte, ein kleines graues Männchen trug mich in das Zimmer eines Soldaten. Ich sollte ihm die Schuhe putzen und das Zimmer fegen.« Ach, Papa, es war doch nur ein Traum, aber ich bin so müde, wie wenn ich wirklich all diese niedrige Arbeit verrichtet hätte. Vielleicht war das gar kein Traum, mein Täubchen. Ich will dir einen Rat geben. Mach ein Loch in deine Taschen und fülle sie mit Erbsen. Wirst du diese Nacht wiedergeholt, fallen die Erbsen heraus und die Spur führt direkt zum Soldaten. Oh, Papa, du bist so klug. Der König aber hatte nicht bemerkt, dass das kleine graue Männchen unsichtbar neben ihnen stand und alles mit anhörte. Sofort eilte es zum Soldaten. Kleines Männchen, ich hab dich doch gar nicht gerufen. Ich komme, um dich zu warnen, Soldat. Der König hat seiner Tochter befohlen, ein Loch in die Taschen zu machen und sie mit Erbsen zu füllen. Wenn ich sie dir ein zweites Mal bringe, fallen die Erbsen heraus und die Spur führt direkt zu dir in dein Zimmer. Das hat sich der König schlau ausgedacht. Aber ich will trotzdem, dass die Königstochter heute Nacht wieder Mägdedienste für mich verrichtet, wie mein Herr befiehlt. Von Mitternacht an bis in den frühen Morgen musste die Königstochter wieder harte Arbeit leisten. Am nächsten Morgen schickte der König seine Diener aus, die Spur zu suchen.
Doch das kleine graue Männchen hatte es in der Nacht Erbsen regnen lassen. So saßen die Kinder in den Straßen, sammelten sie ein und riefen: Heute Nacht hat es Erbsen geregnet. Der König aber ärgerte sich über seinen Misserfolg. Da war jemand noch klüger als ich, und ich bin schon außerordentlich klug. Ja, Papa, außerordentlich klug. Aber was machen wir jetzt? Bestimmt werde ich diese Nacht wiedergeholt. Wir müssen uns etwas ganz Besonderes ausklügen. Ich meine, etwas ganz Besonderes ausdenken. Ja, Papa, aber was? Behalte deine Schuhe an, wenn du zu Bett gehst. Und ehe du von dort zurückkehrst, verstecke einen Schuh unter dem Bett des Soldaten. Ich werde den Schuh schon finden, und wenn ich die ganze Stadt auf den Kopf stellen müsste. Oh, Papa, du bist so außerordentlich klug. Der König aber hatte nicht bemerkt, dass das kleine graue Männchen wieder unsichtbar neben ihnen stand und alles mit anhörte. Hör auf meinen Rat, lass die Königstochter diese Nacht im Schloss schlafen. Ich weiß kein Mittel gegen die List des Königs. Bring mir die Königstochter auch diese Nacht. Aber wenn man den Schuh bei dir findet, wird es dir schlimm ergehen. Tue, was ich von dir verlange, kleines Männchen. Das Männchen brachte auch diese Nacht die Königstochter. Und wieder musste sie hart arbeiten. Am nächsten Morgen schickte der König seine Diener aus, um den Schuh zu finden, und man fand ihn beim Soldaten. Der König ließ ihn verhaften und ins Gefängnis werfen. Unglücklicherweise hatte der Soldat das blaue Licht und sein ganzes Gold im Gasthof. Nur einen Dukaten hatte er bei sich. Wie er so traurig aus dem Gefängnisfenster schaute, kam ein fröhlich pfeifender Bäckerjunge an seinem Gitterfenster vorbei. Da hatte der Soldat eine Idee. Hey Bäckerjunge, komm doch mal her. Meinst du mich? Ich hab keine Zeit. Auch nicht, wenn du dir einen Dukaten verdienen könntest. Das schaut schon ganz anders aus. Hier hast du den Dukaten und du bekommst noch ein Goldstück dazu, wenn du in meinen Gasthof gehst und mir meine Sachen bringst. Klar, wird sofort erledigt. Der Bäckerjunge brachte dem Soldaten das blaue Licht und einen Beutel mit Goldstücken. Er bekam auch seinen versprochenen Lohn. Sobald der Soldat wieder alleine war, zündete er seine Pfeife an dem blauen Licht an. Was befiehlt mein Herr, kleines Männchen? Man hat mich zum Tode verurteilt. Morgen soll ich gehängt werden. Was soll ich tun? Sei ohne Furcht, geh ruhig mit, wenn sie dich zum Richtplatz führen, aber vergiss nicht, das blaue Licht mitzunehmen. Am nächsten Morgen wurde der Soldat zum Richtplatz geführt. Das Volk saß rundherum auf Holzbänken und wartete auf das Schauspiel. Auch der König war gekommen, um den Soldaten hängen zu sehen. Nach altem Brauch gewährte er dem Verurteilten einen letzten Wunsch. Hast du noch einen Wunsch, Soldat, so nennen mir. Eine Bitte, mein König. Ich möchte noch eine Pfeife rauchen. Du kannst auch drei rauchen, aber glaube ja nicht, dass ich dir dein Leben schenke. Danke, mein König. Der Soldat zündete seine Pfeife an dem blauen Licht an. Was befiehlt mein Herr? Kleines Männchen, nimm dir einen Knüppel und schlag damit die falschen Richter und Häscher zu Boden und verschone nicht den König, der hat mich besonders schlecht behandelt, wie mein Herr befiehlt. Da fuhr das Männchen wie der Blitz zickzack hin und her und jeden, den es berührte, fiel zu Boden und wagte sich nicht zu regen. Au, 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 kleines Männchen, der König hat noch nicht genug, ein paar Extrahiebe, wie mein Herr befiehlt. Au, 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 bitte, bitte nicht diese Schläge, bitte, au, 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 du bekommst alles, was du willst, aber bitte nicht diese Schläge. Dann will ich deine Königstochter zur Frau und dein ganzes Königreich als Hochzeitsgeschenk. Au, 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 bitte nicht diese Schläge, du bekommst alles, was du willst, aber bitte lass mich am Leben. Kleines Männchen, genug, du kannst aufhören, wie mein Herr befiehlt. Und das Männchen verschwand. Noch am gleichen Tag heiratete der Soldat die schöne Königstochter und erhielt das ganze Königreich als Hochzeitsgeschenk. So wie er es sich gewünscht hatte.